Mit dem Fällen der großen Pappeln im Grateteichpark in Nordenham sei das Problem zwar nicht gänzlich beseitigt, die von den Krähen ausgehende Lärmbelästigung aber spürbar verringert worden, berichtete Harald Unland. Einen ähnlichen Erfolg erwartet der Mitarbeiter im Baumanagementamt der Stadtverwaltung auch von den jetzt begonnenen Maßnahmen zur Krähenvertreibung aus den Kolonien im Friedeburgpark und am Ilseplatz. Mit der bis zum 15. März 2017 gültigen Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Wesermarsch entfernen derzeit Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Krähennester im Friedeburgpark und am Ilseplatz. Dazu wird ein Hubsteiger eingesetzt.